Ja, Ihre Zeugnisse, Frau Schröter? Genau, Schröter, mit nicht, T. Nicht Genau. Schröder, Frau Schröter. Ja, Ihre Qualifikation hat mich überzeugt, das wissen Sie ja, sonst hätte ich Sie nicht eingeladen. Ich habe hier nur eine Unklarheit. Da müssen wir noch drüber sprechen. Seit Ihrer letzten Anstellung gab es eine 5-jährige Unterbrechung. Haben Sie sich mal eine Auszeit genommen? Nein, ich war hauptsächlich Hausfrauenmutter. Oh. Ja, ich wünschte, es wäre eine Auszeit geworden. Und? Mädchen oder Junge? Zwei Jungs und ein Mädchen. Gleich drei Kinder. Wobei die Jungs, die sind Zwillinge. Und wie alt? Die Jungs sind 5 und das Mädchen ist 3. Puh, die sind aber noch sehr jung. Naja, aber aus dem Gröbsten sind sie raus und deswegen bin ich auch sicher, dass das meiner Arbeit nicht im Wege stehen wird. Zumal mein Mann jetzt die Elternzeit nehmen wird. Tatsächlich? Ihr Mann? Wow. Das ist schön für Sie, Frau Schröter. Ja. Ja, und vielleicht funktioniert das ja auch mit Ihnen und Ihrem Mann. Aber ich habe da vollkommen andere Erfahrungen gemacht. Ich habe mich damals bewusst gegen eine Familie entschieden, weil ich wusste, dass ich nie beiden Aufgaben gerecht werden könnte. Oder glauben Sie, ich hätte sonst dieses Unternehmen aufbauen können? Für mich ist es einfach auch nichts akzeptabel, wenn Dinge auf Kollegen abgewälzt werden. Nur weil wieder ein Termin beim Kinderarzt ansteht oder irgendeine Tanzaufführung oder so etwas. Ja, das verstehe ich absolut. Und deswegen kann ich Ihnen nur versichern, dass das nicht passieren wird, weil ich mein Zuhause zu Hause lassen werde. Und Ihnen wird nicht das Herz brechen, weil Sie die Kleinen zurücklassen müssen? Also ehrlich gesagt, wäre dieses Büro für mich gerade das Paradies auf Erden. Wirklich. Ich sehne mich so danach, endlich mit Erwachsenen wieder über Erwachsenenthemen reden zu können und nicht über Erbrochenes auf dem Teppich oder Popel unter dem Tisch. Ja wirklich, Sie kriegen mich hier eigentlich nur unter lautstarken Protest wieder raus. Ich arbeite gerne am Wochenende, an Feiertagen, in den Ferien. Ich mache gerne auch Überstunden. Ganz egal wie und wann. Gut, Frau Schröter, ich denke, wir sollten es dann einfach mal drauf ankommen lassen. Schön, freut mich. Ich habe hier einen Text, den gebe ich Ihnen mit. Der muss noch redigiert werden. Ich bin gar nicht zufrieden mit dem. Zufällig geht es in diesem Text um Babynahrung. Damit kennen Sie sich ja aus. Sie überarbeiten den Text und kommen morgen um 8 Uhr. Geht das? Ja, das geht klar. Okay. Nee, kommen Sie am besten um 7 Uhr. Geht das auch? Auch in Ordnung. Okay, um 8 ist hier zu viel Trubel. Wir können dann noch darüber sprechen. Und dann werde ich mich endgültig entscheiden. Und 7 Uhr ist kein Problem mit der Kita? Nö, und wenn, dann muss das mein Mann lösen, das Problem. Okay, das ist gut. Gut, dann sehen wir uns morgen um 7. Schön, ich freue mich. Ach übrigens, Popel unter dem Tisch werden Sie hier sicher auch finden.